In Deutschland leiden etwa 8 Millionen Menschen daran. Das sind rund 10% der Bevölkerung. Wobei Frauen dreimal häufiger betroffen sind als Männer. Es geht um Migräne. Die neurologische Erkrankung ist bis heute nicht vollständig erforscht. Klassisch, meist mit Schmerzmitteln behandelt, kommen aber auch alternative Heilmethoden wie zum Beispiel Akupunktur zum Einsatz. Und genau hier setzt eine ganz neue Methode an, sogenannte Migräne-Piercings. Medizinisch noch nicht untersucht, sprechen die ersten Erfahrungsberichte aber für sich. Da ich selbst immer wieder mit Migräne kämpfe, werde ich das heute für Sie im Selbstversuch testen. Zuerst treffe ich mich aber noch mit einem Arzt, der sich mit dieser Thematik bereits befasst. Dr. Marc-Christian Rösler ist unter anderem Facharzt für Allgemeinmedizin in Böblingen. Als er von den positiven Erfahrungsberichten über Migräne-Piercings hört, wird er neugierig. Herr Dr. Rösler, jetzt habe ich ein paar Fragen an Sie. Und zwar ganz generell, was ist Migräne eigentlich? Wie würden Sie es beschreiben, was da im Kopf vor sich geht? Migräne ist klar definiert über diverse Fachgesellschaften, aber für den Otto-Normalverbraucher und für den Patienten ist es darüber zu definieren, einseitiger, starker bis mittlerer bis stärkster Kopfschmerz, einhergehend mit eventuellen Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Lärmempfindlichkeit bis zu körperlichen Ausfällen, und die Anzahl der Attacken müssen in dieser Definition 5-mal erfolgen, dann können wir von der Migräne sprechen. Es gibt ja auch alternative Heilmethoden. Wie wirkt sich denn Akupunktur bei Migräne aus? Ganz genau ist das nicht geklärt. Es gibt verschiedene Ansätze, die das aufgrund des medizinischen Verständnisses in der chinesischen Medizin erklären. Im Körper befinden sich verschiedene Meridiane. Diese Meridiane sind Organen zum Teil zugeordnet, und eine Krankheit wird bestimmten, zum Beispiel Elementen, zugeordnet. Und eine Migräne wird als Störung dieses Gleichgewichts bezogen auf diese Meridiane empfunden. Wie erklären Sie sich die positiven Effekte der Migräne-Piercings? Ich glaube, dass dieser Punkt, der beim Piercen gestochen wird, der identisch ist mit einem Akupunkturpunkt. Und ich gehe davon aus, dass es auf einer Dauerstimulation dieses Punktes oder eine regulierende Wirkung durch eine Dauerstimulation dieses Punktes einhergeht. Dr. Rösler wird eine erste Studie zu diesem Thema durchführen. So wird sie aussehen. Wir haben uns entschlossen, nach bestimmten Kriterien Patienten zu erfassen. Jetzt ist für uns natürlich auch entscheidend, dass wir Migräne-Patienten auch wirklich in die Studie mit einschließen und keine anderen Patienten. Das heißt, die Patienten sind mit einer gesicherten Diagnose durch entweder andere Kollegen oder dann auch durch mich abgeklärt. Dann werden die Patienten untersucht bzw. anhand einer Anwendungsbeobachtung, anhand eines spezifischen Fragebogens befragt vor der Behandlung, und dann in Abständen nach der Behandlung noch befragt und eventuell auch untersucht, um dann eine Wirksamkeit nur der Therapie zu belegen. Das ist eine reine Anwendungsbeobachtung. Denken Sie, dass es schmerzhaft ist? Sie durchdringen die Haut und den Ohrknorpel, sie werden vorher desinfiziert. Jeder hat einen gewissen Anspannung bei so einer Situation, der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Aber ich gehe davon aus, dass es ein kleiner Piekser sein wird und mehr nicht. Und Sie werden es bestimmt exzellent meistern. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt ist es soweit. Ich kann mich nicht mehr drücken. Ich stehe jetzt direkt vorm Piercingstudio und lasse mir das Piercing stechen. Ach, los geht's. Im Wartebereich treffe ich Ferhat. Er hat sich als allererster das Piercing stechen lassen. Noch irgendein Tipp für mich, wie ich gut überstehe? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Einfach nur daran denken, dass alles besser wird. Alles klar, machen wir so. Vielen Dank, Ferhat. Hallo Katharina, schönen guten Tag, wie geht's dir? Ja, gut. Willkommen bei uns im Studio. Dankeschön, geht's los? Können wir gleich anfangen, oder? Alles klar. Gut, also, Dankeschön. Viel Spaß. Danke. Ich will natürlich auch wissen, wie Steve Pierce, übrigens sein Künstlername, sich den Effekt erklärt. Ich sage mal, man muss es live erlebt haben. Man kann es wirklich, ich habe die Leute hier jeden Tag und ich habe heute noch Gänsehaut, das ist noch über einem Dreivierteljahr. Und manchmal denke ich mir, das ist so unreal, so surreal, das kann, das ist so unglaublich. Aber je öfter ich es erlebe, ne, der Erfolg gibt dem Ganzen recht. Ja. Jetzt werde ich selbst ausprobieren. Genau. Was erwartet mich denn jetzt?
Ist natürlich ein kleiner Pieks, es ist ein Piercing, ist klar. Mhm. Aber ich sage immer ganz einfach, schlimmer als Migräne kann es nicht sein. Mit diesem Gerät aus der Akupunktur misst Steve genau den Punkt aus. Da ist der Punkt. Da haben wir ihn auch schon. Ich drücke mal ganz kurz ein bisschen, vielleicht merkst du auch da schon ein bisschen was Unangenehmes. Ja. Dann ist es soweit. So, entspannen. Ja, guck mich ruhig an. Und das war's schon. Oh. War jetzt nicht so schlimm, oder? Ist auszuhalten. Ich überleg's mir gerade noch. So, das ist ein bisschen das, was am längsten dauert, dieses kleine Steckerchen hier reinfriemeln. Alles gut? Und das war's schon. Jetzt kommt die Kugel noch drauf und sind wir schon fertig mit dem Ohr. Und das war die einfache Seite, ja? Ich bin begeistert. Und was ist so schlimm? Naja, ich sehe Sternchen. Ja? Ich sehe lauter Sternchen. Und oh Gott! Das war die erwähnte schlimmere Seite. Schön zu lassen, genau. Hat sie den Kopf gezogen bei dir? Nee, aber im Ohr. Von der Länge. So, super. Ich mache den Ohr noch ein bisschen sauber. Und das war's. Und geschafft. Achtung, nicht erschrecken. So. Geht's dem Preis auch soweit gut? Das werden wir gleich sehen. So. Kreislauf ist okay bei dir? Ja. Geht's dir soweit gut? Schau mal in dein Genick rein. Wie geht's deinem Genick? Fühlst du irgendwas anders an, leichter? Also was ich spüre, ist, dass die Verspannung rechts weg ist, aber ich fühle mich voll benommen. Ich bin so voll. Das ist jetzt tatsächlich, natürlich warst du zum einen aufgeregt vorher und jetzt fällt die Anspannung ab. Das heißt, zum einen ist das natürlich auch ein Punkt, warum du jetzt sehr müde werden kannst. Ne? Merkst du das? Also es ist so wie eine Wolke. Ich bin jetzt so ein bisschen... Genau. Das ist wieder das Faszinierende, wenn man mal sieht, was diese kleinen Punkte wirklich im Körper bewirken können. Also was auch ganz oft ist, zum einen, wie gesagt, die Verspannung ist tatsächlich oft weg. Genau das Gefühl, was du gerade sagst, das hören wir eben ganz, ganz oft. Ich erkläre mir das einfach so, weil jetzt natürlich diese ganzen Blockaden erstmal gelöst werden. Aber du merkst, passiert was im Kopf, ne? Ja, also irgendwie, ich kann es noch gar nicht zuordnen, was ist da gerade passiert, ehrlich gesagt. Hast du eine Frage? Nee, jetzt gerade nicht. Also Desinfektion einmal am Tag, würde ich genau, sagen, genau, zweimal, dreimal maximal am Tag. Okay. Ganz wichtig, bitte nicht drehen, sondern nur vor und zurück bewegen. Man hat bei O-Ring früher gesagt, man muss sie drehen. Dann besteht aber die Gefahr, dass du die Kugel löst, weil die geschraubt ist. Deswegen nur vor und zurück bewegen und dann, wie gesagt, Kruste wegmachen, einsprühen und vor und zurück bewegen. Zwei, dreimal am Tag, mehr musst du gar nicht machen. Alles klar. Genau. Wenn Fragen sind, melde ich mich. Gerne, kriegst du mir auch immer eine Pflegeanleitung mit. Da kannst du auch alles mal nachlesen, weil du bist jetzt gerade nicht so aufnahmefähig. Nee, nicht so. Genau, deswegen kriegst du mir nochmal eine Pflegeanleitung mit. Ja, da kannst du alles mal nachlesen und natürlich eine Visitenkarte. Und wenn da irgendwas sein sollte, melde dich, ruf an, schreib, wie auch immer. Gerne. Dankeschön. Super. Ich kann noch für Schmerzfrei zu kriegen. Dankeschön. Gerne. Ob und wie das Piercing wirkt, kann man erst nach ein paar Wochen sagen. Daher werden Sie die ersten Ergebnisse in einer späteren Sendung sehen. In der Zwischenzeit werde ich Sie aber mit kleinen Updates über unsere Facebook-Seite auf dem Laufenden halten. Da ich mich nach dem Piercing etwas benommen gefühlt habe, ist es gut, sich danach nochmal hinzulegen und einen Fahrer dabei zu haben. Hallo zusammen, hier kommt wie versprochen mein Update zum Thema Migräne-Piercing. Das sind diese kleinen Stecker hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Die habe ich seit dem 20. Juli auf beiden Seiten. Und ein bisschen mehr als 3 Wochen jetzt. Ich denke, eine gute Zeit für ein erstes Update. Die wichtigste Nachricht zuerst. Ich hatte seitdem kein einziges Mal mehr Migräne. Ich weiß, wie sich das anhört. Das ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Aber es ist so. Wirklich nichts. Okay, falsch. Nichts ist vielleicht nicht ganz richtig. Man spürt, dass da was passiert. Also heute Morgen zum Beispiel auch wieder insgesamt in den 3 Wochen ist mir das jetzt heute Morgen das 3. Mal passiert, dass sich da was tut, dass sich eine Migräne quasi ankündigt. Ne? Da baut sich so ein Druck auf, relativ unangenehm, hier im Schläfenbereich, zieht hinter das Auge. War normalerweise auch immer der Moment, in dem ich ganz schnell zu einer Sumatriptan gegriffen habe. Und das musste ich jetzt heute mal nicht machen, oder zumindest ich habe es nicht gemacht, um zu testen, was passiert, ob sich das wieder so verhält wie die anderen 2 Mal davor auch. Und genau so war es. Es ist einfach nichts passiert. Der Druck ist noch ein bisschen geblieben, also das unangenehme Gefühl, auch hinterm Auge. Und nach 15 bis 20 Minuten
Und so war es normalerweise auch immer, wenn ich eine Tablette genommen habe, ungefähr dieselbe Zeit, ist es einfach weggegangen. So, es ist leichter geworden und auf einmal war es wieder weg. Genau, so, das ist mein Stand heute nach 3 Wochen. Im Prinzip komplett schmerzfrei. Das ist richtig, richtig gut. Ich würde mich freuen, wenn es den anderen, die sich auch dazu entschlossen haben, das auszuprobieren, wenn es denen genauso geht. Ich bin echt gespannt, wie sich das noch entwickelt. Thema Erstverschlechterung wurde mir gesagt, kenne ich aus der Homöopathie im Allgemeinen, dass es in den ersten 4 Wochen zu Erstverschlechterung, Erstverschlimmerung kommen kann, ist bei mir überhaupt nichts passiert. Also kann ich nichts zu sagen. Auch die Pissings selbst sind wunderbar verheilt. Ich habe sie 1 bis 2 Mal am Tag desinfiziert. Auch jetzt ab und zu mal noch. Eine Seite hat, glaube ich, einmal nachgeblutet, ganz kurz, aber alles im grünen Bereich, alles normal. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass es so funktioniert. Genau, ich werde euch weiter informieren. Wenn irgendwas passiert, sollte ich Migräne bekommen, ist die groß, klein, stark, schwach, wie auch immer, werde ich euch darüber informieren. Und jetzt wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Hallo zusammen zu meinem 2. Migräne-Piercing- bzw. Piercing-Kontur-Update. Ja, das letzte, das ist ja schon eine ganze Weile her. Das habe ich 3 Wochen nach dem Stechen gemacht und jetzt sind es mittlerweile schon etwas über 3 Monate. Wirklich viel ist nicht passiert. Ja, dann komm doch mal runter. Also wirklich viel ist nicht passiert. Ich hatte einmal Migräne. Das ist also so das Entscheidende. Ich hatte einmal Migräne seitdem. Das war aber ganz anders als die Migräneattacken davor. Und zwar waren die Begleiterscheinungen, sprich die Aura und die Übelkeit, die waren wesentlich stärker als bei meinen Migräneattacken vor dem Piercing. Der Kopfschmerz selbst war nicht so stechend. Also der war auch nicht so ausgeprägt wie sonst. Genau, das hat, ich glaube, an Dienstag mal angefangen mit Übelkeit. Und ich habe es auch gar nicht irgendwie auf eine Migräne geschoben, weil eben dieser Schmerz gar nicht so vorhanden war. Und am 2. Tag war es dann definitiv Migräne, aber eben in einer ganz anderen Art wie zuvor. Genau, so das ist eigentlich das Wesentliche zum Piercing selbst. Es hat sich eine Blase gebildet an der rechten Seite hier. Die habe ich, wie auch überall erklärt wird, habe ich selber aufgestochen, desinfiziert. Und danach ein paar Tage mit dem Tyrosurgel, heißt es, glaube ich, behandelt. Und es ist alles wieder ganz gut verheilt und weggegangen. Genau, also zusammenfassend kann ich sagen, innerhalb von 3 Monaten ein einziges Mal Migräne und auch nicht so stark, auch nicht so ausgeprägt wie sonst. Und seitdem auch wieder schmerzfrei. Genau, und im Vergleich zu der Zeit vor dem Piercing habe ich es ja fast beinahe wöchentlich. Und ich bin immer noch happy damit und ich will es wieder machen. Und genau, das ist eigentlich so alles, was ich bis jetzt dazu sagen kann. Sollte sich was ändern, sollte nochmal irgendeine Veränderung vorkommen, werde ich euch darüber informieren. Und ansonsten war es das jetzt mal hier von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Scheiße, schnell.